Bye-bye. Da hinten, Leute, ist Alcatraz. Ich zeig euch mal kurz. Mach nochmal. Der Clip, guck, ändert sich. Hä? Aber wenn ich das mache, dann ändert sich der Clip. Guck. Ich teile nicht mit dir die gleiche Rolltreppe. Das ist meine und das ist deine. Ab jetzt gehen wir getrennte Rolltreppen. Außer du bist frech, dann muss ich wieder ausschließen. Hallo. Und diesmal wurde es wieder ein böser, böser Challenger. Wow. Auf ins Training. Diesmal haben wir den hellblauen Monster. Hier gibt es so viele verschiedene Monstersorten in der Zero, auch Zero genannt, mit 0 Kalorien. Und wie schmeckt der dir, der hellblaue? Schmeckt ganz lecker. Schmeckt irgendwie alles ein bisschen wie Kaugummi, ne? Wie ist die Endstation von der Bahn? Meinst du? Ja. Glaube ich nicht. Doch. Kann man hier rein? Ja. Wir müssen unbedingt noch mit diesen Bahnen fahren. Und ja, vorher gibt es ein fettes Leg-Workout. So schätze ich. Die stehen alle, weil es rot ist. Ja, kann auch sein, dass die stehen, wenn es rot ist. So, das machen halt Fahrzeuge in der Regel. Meistens. Bis gleich. Yo Leute, willkommen zum Trainings-Voiceover, zu einem sehr kurzen, aber ich dachte mir, ich gebe euch mal Feedback, wie es aktuell so läuft. Also aktuell befinden wir uns in der dritten Woche meines Zykluses und das ist der erste Tag. Wir haben 4 Tage und das ist mit Abstand der leichteste Tag. Es wird immer schwerer im Laufe der Woche und hier hatten wir 150 Kilo im 6x6, die extrem gut gingen. Also jede Wiederholung war schön explosiv, jede Wiederholung war eigentlich technisch stabil, ich bin nirgendwo eingebrochen, also alles läuft nach Plan. Und einige Leute haben sich gefragt, Sepp, warum trainierst du manchmal so leicht? Warum trainierst du manchmal mit so wenig Wiederholungen und so weiter und so fort? Und Leute, Volumen, Intensität und Frequenz muss man immer aneinander angleichen. Das heißt, aktuell fahre ich eine extrem hohe Frequenz, mehr als sonst, und mache extrem viel Volumen, mehr als sonst. Und dementsprechend kann die Intensität oder besser gesagt die Auslastung nicht so hoch ausfallen. Und deswegen hört man auch so oft, ich kann nicht dreimal die Woche, zweimal die Woche Beine trainieren, weil ich so viel Muskelkater habe. Ja, guess what? Du gleichst die Parameter nicht aneinander an. Du hast eine viel zu hohe Intensität, machst viel zu viel Volumen oder hast eine viel zu hohe Auslastung. Das heißt, du bist viel zu nah am Muskelversagen und deswegen kannst du keine hohe Frequenz fahren. Das ist immer ein Balanceakt und wer mehr wissen will und somit auch mehr Erfolg in kürzerer Zeit haben möchte, der kann sich gerne das Muskelpedia reinziehen. Und noch was zum Schluss, bevor wir das Voiceover hier beenden. Wenn dir das Video gefallen hat, also allgemein, wenn dir dieses Format gefällt, Trainings, Voiceover mit Vlog, dann gib dem Video einen Daumen nach oben, denn das ist mein Feedback, um zu sehen, ob die Videos noch bei euch gut ankommen oder nicht. Und wenn ich merke, hey, die kommen eben nicht so gut bei euch an, dann wird es wieder andere Videos geben. Also im Prinzip entscheidest du mit deiner Stimme, wie es hier auf dem Kanal weitergeht. Also, wenn es dir gefallen hat, Daumen nach oben und wenn nicht, dann eben nicht. Und wenn du Fragen hast, wie immer in die Comments. Ich wünsche dir jetzt noch viel Spaß bei dem weiteren Vlog. Wieder back at home und das haben wir uns jetzt alles geholt. Ein paar Früchte, ein paar Schokoriegel, was zu trinken und zwei Äpfel. Als Post-Workout-Meal gibt es auch noch einen Shake hier, den muss ich mir noch gleich machen. Und dann geht's zur, ich denke mal Golden Gate Bridge, oder? Ja, ich glaube schon. Ich glaube auch. Bis gleich. We need some money, und zwar Cash, weil wir wollen jetzt mit einem Cable Car rumfahren. Das sind diese komischen Züge hier, oder die traditionellen, nicht komischen Züge. Und dafür brauchen wir Cash. Und ich habe keinen Cash, deswegen müssen wir Cash holen. Cash, Money, everything. Jetzt haben wir $20 rausgeholt, man braucht nur 14, aber es schadet eh nicht, hier mehr zu haben, wegen den ganzen Tippen. Also man gibt ja, bist du mal ruhig, wie filmen hier, man gibt hier eigentlich jedem so ein bisschen Trinkgeld, der Putzfrau,
den Kofferträger und deswegen dachte ich mir, 20 reicht. Dann haben wir noch 6, weil wir sind hier nur noch 4 Tage, glaube ich, oder 3 Tage. Und ich habe noch ein paar Dollars, deswegen reicht das fürs Tippen optimalerweise. Jetzt gehen wir, ne, zum Camping. Raus aus dem Cable Car, was würdest du sagen? Langweilig. Sehr langweilig. Ich würde es nicht empfehlen. Also wenn man in San Francisco ist, sagt man, dann muss man sowas machen. Also habe ich jetzt schon von mehreren Leuten gehört, aber eigentlich könnt ihr euch auch die 7 Dollar pro Person sparen. Das ist relativ langweilig. Ja, einfach cool gemacht haben, aber es hätte ja, also jetzt, wo ich es gemacht habe, würde ich es nicht nochmal machen. Ja. Würde ich mir lieber für 7 Dollar einen fetten Burrito bei Chipotle holen. Ja. So schaut's aus, Mickey Mouse. Und jetzt gehen wir zum Chinatown. Boah, es ist steil, es ist echt mega steil. Kann man bestimmt gut squatten. Warte, warte, warte. Nee, suchen wir. Boah. Nee. Du musst deinen Heel ja elevaten. Show me a squat, komm Baby. Squat mal. Wir hatten heute Leg Day, deswegen. Komm. Boah. Richtig gut, Leute. Also ab zum Chinatown. Wir haben gerade Eis aus diesem Laden geholt und zwar einmal mit Cornflakes, wow, Fokus hier, und einmal irgendwas anderes, Peanut Butter mäßiges, auf jeden Fall crazy, wir haben schon probiert, schmeckt nicht wie üblich, vielleicht weil es aus Ziegenmilch ist, I don't know, schmatz, 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 das schmeckt, speziell, oder? Sehr speziell, das ist aus Ziegenmilch, nee, ne? Ich hab nur Ziegen als Dings, aber kann sein, oder? Kann sein. Weiß gar nicht. Guten Appetit, was schmeckt auf jeden Fall. Schmeckt nach Ziege? I don't know, schmeckt nach Cornflakes-Milch, haben wir aber auch, ne? Lecker. Yummy. Angekommen auf der Golden Gate Bridge und das ist so ein Must-Do, oder eigentlich in San Francisco. Es ist hier nur sehr, sehr laut, also wenn ihr Kopfschmerzen habt, dann solltet ihr hier nicht vorbeikommen, aber die Brücke sieht schon sehr bezaubernd aus, finde ich persönlich. Und da hinten, Leute, ist Alcatraz. Ich zeig's euch mal kurz. Da hinten, Leute, ist Alcatraz. Wirklich, glaube ich, nicht so ein geiles Gefängnis für die Leute, die drin waren. Und ich glaube, es ist auch noch niemand entkommen, aber es gibt so eine crazy Story. Und zwar, jemand hat sich aus geklauten Regenmänteln ein Schlauchboot gemacht, welches dann durch eine Ziehharmonika aufgeblasen wurde. Und die haben da irgendwie mit Löffeln sich freigebohrt und so, also freigegraben. Also richtig crazy. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Jetzt ist viel zu laut und deswegen sehen wir uns gleich woanders. Bis später. So, jetzt gehen wir hier hin. Tycoon. Und Lena meinte, da ist keiner drin. Egal, wir gehen trotzdem rein. Erste Runde, ein paar Sommerrollen. Mit Peanutsoße. Ist das Peanutsoße? Ja. Okay, dann probieren wir mal. Lecker, ne? Alter, ist das mal ein riesen Papaya-Salat. Wer soll das denn essen? Ha, ich vergaß. Ich. Lecker. Ja. Schon scharf, probiert. Aber sehr lecker. Hähnchen, was hast du da? So Nudeln. Partei, so, ne? Ja, Partei, stimmt. Mit Hähnchen? Mit Hähnchen. Genau, ich habe ein Curry und zwar ein Pumpkin, das heißt Kürbis-Curry, mit natürlich ein bisschen Reis. Also, ein bisschen viel Reis. Wir haben hier Sticky Rice, aber leider keine Mango, sondern frittierte Bananen. Die hatten leider keine Mango mehr. Bist du enttäuscht? Nein. Nicht? So ein bisschen schon, oder? Dabei. Wir waren gerade in dem Restaurant namens Tycoon und das Essen war eigentlich ziemlich gut für den Preis, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Ja, aber Feuersalat war super, bestellt ihn dort, wenn ihr ein paar Feuersalat mochtet. Möchtet. Und ansonsten, ja, möchtet. Und ansonsten war es auch sehr lecker. Ja, und ey, die Besitzerin, die hat uns mit der Kamera erwischt. Was heißt erwischt, aber die hat uns gesehen, wie wir die Kamera benutzt haben. Und meinte dann, wie wäre es, wenn wir einfach einen Deal machen, praktisch, und 10% geben für unsere Follower. Das heißt, wir haben euch einen 10% Deal geklärt dort. Wir sind jetzt nicht affiliated oder sonstiges, wir kriegen dafür nichts, aber das Essen war gut. Der Preis war für San Francisco-Verhältnisse auch sehr gut. Und wenn ihr da dorthin geht und Sepp 10 sagt, dann bekommt ihr sage und schreibe 10%, Mensch. Mensch. Crazy, ne? Aber der Deal ist noch nicht 100% safe. Das kann sein, dass ich jetzt irgendwie Quatsch gelabert habe, weil der Manager war nicht dabei und sie war sich da nicht sicher, ob sie das machen kann. Aber vielleicht probiert es einfach mal aus. Wir zwei, wir sehen uns wahrscheinlich erst morgen wieder, oder? Wir zwei? Nicht wir zwei. Wir zwei sehen uns gleich wieder. Außer du bist frech, dann muss ich dich wieder ausschließen. Hallo? Hallo? Und wir zwei, wir sehen uns auf jeden Fall erst morgen wieder. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich mach das. Das funktioniert nur bei mir. Guck mal, der Clip. Oh. Mach nochmal.
Der Clip, guck, ändert sich nicht. Hä? Aber wenn ich das mache, dann ändert sich der Clip. Guck. Aber vorher gibt es erstmal ein Cherry Garcia von Ben & Jerry's. Ist hier übelst gehypt, gibt es leider in Deutschland nicht mehr, soweit ich weiß. Und ja, ich würde sagen, jetzt aber. Bis morgen. Guten Morgen, Leute. Für uns geht's jetzt gleich nach San Diego. Ich mache noch kurz meinen Hotel-Upcheck-Walk, damit ich immer sehen kann, ob ich alles habe. Und natürlich auch im Bad. Also haben wir alles. Sieht ganz danach aus. Let's go, Baby. Let's go to San Diego. Und hoffentlich hat unser Flug diesmal nicht Verspätung. Sonst gibt's Ärger. Sonst gibt's Schläge. Sonst werden Köpfe rollen. Und Leute leiden. Okay, bis gleich. So, freust du dich schon auf San Diego? Sehr. Ja, ne? Endlich wieder Strand. Weg von der Kälte. Robben. Und Robben angeblich. Lena denkt, da gibt's Robben. Mal schauen. Auf dem Weg zum Airport erstmal die Gains saven. Also beziehungsweise sind das Gains? Eigentlich ja schon, ne? Eigentlich schon. Damit bleibt man ja gesund und schmeckt verdammt lecker und es sind auch Carbs. Also sind das Gains. Was schaust du da wieder schon? Restaurant. Für San Diego. Ja, wie immer, ne? Lena ist der Restaurant-Researcher, aber eigentlich gehen wir mal in den Restaurants, die ich dann rausgesucht habe. Du hast gar nicht so beleidigt zu gucken. Dann sehen wir uns gleich in San Diego. Dort holen wir noch wieder ein Auto. Das klappt doch nicht, Baby. Wir hatten das doch schon mal. Das klappt nur, wenn ich das mache. Schau mal. Voll die Freundin. Klaut dir einfach meinen Koffer, weil er einfach viel besser zu schieben ist als deiner, der eher kaputt ist. Richtig? Nein. Richtige Freundin bist du. Nein. Richtige Freundin. Nein. Oder willst du sagen, ich habe so einen Blumenkoffer? Hä? Mhm. Nee. Du Schlawiner, du. Den nur gleichen, weil du das vor deinen ganzen Ich teile nicht mit dir die gleiche Rolltreppe. Das ist meine und das ist deine. Ab jetzt gehen wir getrennte Rolltreppen. Immer. Ja. Yay! Auto wieder am Start und jetzt geht's ab zum, ja, Auto abholen. Zeug. Und diesmal wurde es wieder ein böser Challenger. Wow! Sieht schon böse aus, ne? Ich glaube schon. Geh einfach mal rein und dann sehen wir es ja. Eine kleine Roomtour und da das Licht von der anderen Seite auskommt, habe ich gedacht, ne, da kommt man rein, filme ich das Ganze andersrum. Schatzi, wie gefällt dir das Zimmer? Ich finde es cool bis jetzt. Ja, ne, ist ganz cool. Großes Bett hat man, sieht gar nicht so groß aus, auf der Cam ist aber echt groß. Und eine relativ coole Badewanne hier und eine relativ coole Dusche hier. Sogar mit Whirlpool-Funktion, Schatzi. Oh la la. Läuft bei dir. Und ja, das war's auch schon. Hier ist die Toilette, glaube ich. Ja, und hier bin ich. Und jetzt gehen wir wohin? Essen. Wohin? Irgendwann, der sehr krass bewertet ist. Okay, let's go. Der Beach ist wirklich nur zwei, ja, Minuten und nicht mal eine Minute entfernt. Wenn man sehr langsam geht, eine Minute. Das Wetter jetzt gerade ist echt crazy. Also es ist weder warm noch kalt. Genau dazwischen. Also man könnte fast schon sagen, perfekt. Aber ich persönlich mag es immer ein bisschen wärmer. Deswegen könnte es auch schon ein bisschen wärmer sein. Aber es ist echt gerade, jetzt gerade so 19 Uhr. Ey, wirklich, man kann nicht sagen, ob es warm ist oder kalt ist, weil das ist wirklich neutral. Körpertemperatur. Wahrscheinlich verbraucht man auch hier die wenigsten Kalorien, weil der Körper gar nicht regulieren muss. Weder schwitzen, um ja abzukühlen, noch irgendwie zittern oder ja gegen ankämpfen, dass die Körpertemperatur zu tief fällt. Obwohl es deutlich kälter ist als die Körpertemperatur. Sachen gibst du. Leute, könnt ihr mir mal erzählen, warum die Leute, die Zimmerservice bestellen, nie aufessen? Jedes Mal das Gleiche, oder? Immer wenn man durch die Hotelräume geht, was fokussierst du da? Immer wenn man durch die Hotelräume geht, sieht man Essen, was nicht aufgegessen wurde. Warum sollte man... Die sind schlecht erzogen. Ja, die Leute sind schlecht erzogen, genau. So, wohin geht's jetzt? Zu Phil's. Ich wollte schon sagen Ralph's. Nee, der Ralle ist hier nicht am Start, sondern der Phil. Phil's Barbecue. Und das ist hier nicht Phil Heath, aber trotzdem ist der Laden übelst gehypt. Wir werden ihn abchecken. Über 12.000 Bewertungen auf Yelp und die sind alle richtig positiv. Also kann das Ding eigentlich uns nur enttäuschen. Let's go. Lass reingehen. Hier gibt es eigentlich nur Sachen, die was mit Barbecue zu tun haben, wie der Name schon verrät. Lena mag eigentlich ja, diesen Geschmack nicht so gerne, aber wir haben eigentlich gedacht, dass es hier auf jeden Fall auch andere Sachen geben wird. Gibt's aber nicht, ne?
Hier gibt's Rippchen, hier gibt's Burger, hier gibt's alles Mögliche und wir haben auch ja, das eine oder andere bestellt, was ihr gleich sehen werdet. Aber alles in Barbecue-Soße. Ich glaube, das hat gerade gesehen. Es hat gerade vibriert und geleuchtet. Habt ihr das gerade gesehen, Leute? Nee. Oder habe ich schon hier Halluzinationen von dem ganzen Hunger? Wer weiß. Ich habe jetzt die Kameraskills ausgepackt. Ja, wir haben jetzt Licht plötzlich. Den lieben Gott haben wir mal gefragt, kannst du mal kurz Licht machen für unsere Community. Und wir haben hier Half and Half mit ein bisschen Macaroni-Salat und was war das nochmal? Potato-Salat, also Kartoffelsalat. Und du hast hier das Kleine. Hat locker auch bestimmt 1200 Kalorien, locker. Ja. Ich bin echt $6 froh, dass ich die Rippchen nicht genommen habe, weil ich glaube, das könnte ich nicht essen. Das ist schon viel, ne? Das wäre auch nicht mein Ding irgendwie. Ja. Ist halt nicht vegan heute mal. Ausnahmsweise mal. Also Schatzi, lass es uns schmecken. Preis-leistungsmäßig echt heftig. Also hier kriegt man echt große Portionen. Vor allem Fleisch ist ja immer ein bisschen teurer. Für echt wenig Geld. Hier hat es, glaube ich, nicht so gut geschmeckt, weil du kein Barbecue magst. Aber jeder, der Barbecue mag, der wird auf jeden Fall richtig geiles Essen hier bekommen. Das muss man einfach so sagen. Die Soßen sind richtig gut. Das Fleisch ist gut. Und ja, Kalorien und Qualität wahrscheinlich ja, für den Preis vermutlich nicht so gut, aber... Man macht das ja auch nicht jeden Tag, ne? Auf geht's zu Mahmut Ice Cream. Hamuts. Einfach mal irgendeinen Namen sagen. Hamuts Ice Cream. Hamuts, Mahmut. Das ist Mahmut. Keine Ahnung, Mehmet. Einfach irgendeinen ausländischen Namen sagen. Ich hab gedacht, du hast es ihm gesagt. Noch ganz viele kleine. Oh. Ganz viele kleine Korn und ja. Und jetzt lassen wir uns das schmecken. Sieht schon richtig cool aus, oder? So ein richtiges Instagram, so ein richtiger Instagram-Laden. Wie war Mahmut? Mahmut! Ich fand's relativ cool. Geschmacklich jetzt nicht überragend. Kann man mal gemacht haben, gibt's überall in Orlando. Ich glaube, die haben 5 oder 6 Filialen. Und das Lustigste ist hier, dass alle Läden irgendwie einen Namen tragen. Zum Beispiel Lenas Bakery oder keine Ahnung was. Lenas Bakery! Machen wir Donut Bakery. Lenas Donut Bakery. Und selbst Seafood. Seafood? Schuppen. Ja, Sushi-Schuppen oder so. Sushi-Schuppen oder so. Let's go. Ja, let's go. Wohin geht's denn jetzt überhaupt? Donuts. Jetzt gibt's erstmal richtig dicke Custom Ice Cream Sandwiches. Das sieht ja richtig lecker aus. Sogar mit Smarties und Schoko und Sprinkles. Und das sind die Cookies wahrscheinlich. Was ist das? Mein sieht lecker aus, ne? Dein sieht lecker aus, ja. Dein sieht aus wie ein bisschen Mint-Eis, aber ist ja gar nicht. Birthday Cake. Ich habe hier Cookie-Dough-Eis mit einer Waffel, wollte ich sagen, mit einem Cookie oben drauf und einem Brownie unten. Und du hast, was hast du? Ich habe Macadamia, ne? Weiß nicht mehr. Macadamia, und doch. Cookie-Chip und Birthday Cake. Sehr geil. Ja, guten Appetit, Schatzi. Lass es dir schmecken. So Leute, geile Sache, aber kommt nicht ganz an Insomnia Cookie ran. Das, sehr gut was denn? Welches wir in Miami besucht haben. Aber kann man auf jeden Fall machen. Sehr gut. Ja, hat sehr viele Kalorien. War auch sehr lecker. Und ich habe erstmal genug Süßes, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist ja kein Cheat Day, ne? Immer mehr Süß. Sie kann immer Süßes essen, ne? Das ist für morgen. Für den, für die Gym-Session, wir trinken ja immer Monster eigentlich. Ist voll die schlechte Angewohnheit, aber ist hier im Urlaub, da darf man das. Und um das auszugleichen, Fruits. Schalter mal anmachen. So. Von der Decke, Leute. Sachen gibt's du. Die gibt's ja gar nicht, Mensch.